Hallo. Ich weiß nicht, wie es hingegangen ist. Hier ist der Winter unglaublich. Lang für gekommen. Die Regentropfen singen den Pfützen ihr Auflösungslied vor. Ein roter Kleinbus starrt Bahngleise an. Mit inneren Regentagen kommt man besser zurecht. Mit Schwimmhäuten am Blick, dem Verschwinden des Zuges folgen, ohne zu ertrinken. Aber der Titel ist Una modesta proposta per risolvere una volta per tutte l'annoso problema del bilinguismo in Alto Adige e guadagnarci in salute mentale e sociale. Audio pamphlet in 4 quadri, una modesta proposta e un appello finale. Es gibt ein Exergo auf Deutsch. Wenn Eltern etwas tun wollen für das Glück ihrer Kinder, dann sollten sie beide, dann sollen Vater und Mutter miteinander glücklich sein, wenn möglich. Und jetzt lesen wir eben primo quadro. Bitte. Andante, con crescente affanno. Un lamento si aggira per la nostra città. Per tutto il paese, per le case e per gli uffici, per le scuole e le osterie, per le fabbriche e i campi gioco dei parchi cittadini. Des Frühlings nahen, ein namenloser Hügel im leichten Nebel. Ich suchte mir meine Schleichwege immer selber. Ich beschritt meine ewige Suche mit eigenen Blasen in gehärteten Wanderschuhen. Die Sohlen abgewetzt, erreichte ich meine Ziele viel zu spät. Zu oft plauderte ich unterwegs, verlor mich an Stammtischen und half den Bauern, das Heu in den Schober zu schieben. Zu häufig stocherte ich durch Sackgassen, verließ mich auf Auskünfte und schalt die Mädchen, ihre Wäsche ins Trockene zu bringen. Unterwegs öffneten sich mir die Türen, aus den Fenstern sangen sie mir Arien, an den Ecken traf ich Ratlose, an den Kreuzungen sah ich Forsche. Bei den Lichtsignalen übten die Tollkühnen, bei den Vortrittstafeln wüteten die Raser. Immer wieder fiel ich auf ihre Tricks hinein, ließ mich überholen und bat die Vordersten, meine Wenigkeit ans Ziel zu schleppen. Ich zähle die Schritte, die mich zum Wasser führen. Es ist ein schöner Tag, ein Tag am Beginn des Frühlings. Ich würde gern die Augen schließen, um mich ganz dem Geräusch des Fließens, das von unten her zu mir heraufdringt, hinzugeben. Aber ich muss auf den Weg achten. Zwischendurch jedoch halte ich kurz inne und lausche. Es klingt wie ein warmes, klagendes Singen, ähnlich dem besorgten Ruf einer Mutter. Der Weg ist ein langer, aber das hat nichts zu bedeuten. Ich bin immer lange Wege gegangen. Es ist kalt, aber nicht mehr zu kalt. Erste Palmkätzchen erinnern mich an etwas, was lange her ist. Janet Winterson hat auch ein neues Buch gerade rausgegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, glaube ich, warum glücklich sein, wenn man normal sein kann. Also auf Englisch jedenfalls, why be happy if you could be normal. Aber das habe ich jetzt nur auf Englisch bekommen und das will ich jetzt nicht vorlesen. Daher habe ich das Debütroman von Janet Winterson, Orangen sind nicht die einzige Frucht. Es ist autobiografisch, sie ist Adoptivtochter, als Adoptivkind aufgewachsen und hatte das Pech oder zweifelhafte Glück, dass ihre Mutter einer strengen Pfingstbewegung angehört hat. Die war, also, und sie hat sie, steht auch dann da drauf, sie wurde von der Mutter als Auserwählte adoptiert, um ihr im Kampf gegen den Rest der Welt beizustehen. Das war natürlich dann schwierig, weil Janet Winterson draufgekommen ist. Sie interessiert sich nicht fürs Alte Testament, auch nicht fürs Neue, überhaupt nicht für Glauben und interessiert sich mehr fürs Leben. Und der Roman spitzt sich dann am Ende auch zu, als sie drauf kommt, dass sie auch nicht an Männern interessiert ist. Da musste sie aus dem Haus weg und sie war dann also, wie das dann ausgeht, soll man dann selber nachlesen. Also, Janet Winterson sagt, das Buch fängt so an. Wie die meisten Menschen lebte ich lange bei meiner Mutter und meinem Vater. Als ich wieder auf der Suche war, sagtest du, du wirst dich nirgendwo zu Hause fühlen, solange du nicht in dir selber heimisch bist. Bist du aber bei dir, kannst du überall zu Hause sein.
Später dann erfuhr ich, dass auch du wieder ausgezogen und auf der Suche warst. Mir war, als sollte ich mich nicht dort niederlassen, wo es mir am schönsten schien. Danke. Was heißt das denn nun wieder? Muss ich da jetzt bloß öd rumstehen mit meinem Erwerb? Ich kann außerdem nichts mehr sehen, so groß ist der Berg. Nein, so ein in die Binsengang, aber auch ich wege wütend auf den Hausberg hinauf und rege mich auf. Und dann scheiß ich drauf. Wurde ich doch schließlich auch beschissen. Und dann hieß ich noch eine Hassflagge oben auf dem Wipfel. Dort weht jetzt der Spruch. Also das ist der Gipfel. Du, das geht halt nicht, wenn's aufwärts geht. Na, dann schalt ich einen Gang auf. Und wenn's ganze Geld im Bach eingang geht, druck is, sind am Berg auf. So, let's talk about the Gipfel, Voldemort. Lass uns die doch demontieren, den Sonnenberg verflachen, den Schlern abrasieren. Lass uns Südtirol Plattitüden platt planieren. Geh. Gangst mit mir mit, die Berge aus der Sonne außen tieren. Da wird ach alles flach dann und es sinkt das, oh so hohe Durchschnittsniveau. Das ist auf einer Tiefebene ebenso und unterm Strich kommt dabei heraus, es geht immer nur mehr geradeaus. Du, das geht doch einfach nicht, wenn's da euren Sam auenwärts geht. Na, jetzt pass mal auf, wenn's da immer geradeaus geht, geht's gut. Überall hin, Leimer, vierwärts. Schau. Thank you.